Liebe Freundinnen, liebe Freunde, eure Fragen, grüne Antworten. Wir starten heute mit einem neuen Angebot an die Menschen im Land. Aktuelle Fragen zu aktuellen landespolitischen Themen werden von uns aus grüner Sicht beantwortet. Heute erste Thema Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen, der Haushalt für 2011. Er wird gerade in den Landtag eingebracht und diskutiert. Und die Fragen, die sich an uns richten, sind vor allen Dingen die Fragen nach der Finanzierbarkeit von all den Dingen, die wir für die Menschen in Nordrhein-Westfalen erreichen wollen. Ja, wir machen Schulden mit diesem Haushalt. Ja, es gibt kein Land in Deutschland, das ohne eine Verschuldung ihre Aufgaben noch wahrnehmen kann. Wofür geben wir das Geld aus? Wir geben das Geld aus für die Kommunen, damit die Kommunen endlich wieder ihre Aufgaben auch erfüllen können. Das sind Aufgaben im präventiven Bereich, das sind Aufgaben der Jugendhilfe, dass Kinder Hilfen bekommen, die zu Hause nicht klarkommen, Eltern, die ihre Erziehungsaufgaben nicht mehr schaffen, dass denen unter die Arme gegriffen wird. Kein Kind soll zurückgelassen werden. Das ist auch unser Motto in der Bildungspolitik. Und deswegen wollen wir auch in der Bildungspolitik mehr Gerechtigkeit. Das kostet Geld. Wir möchten, dass Kinder nicht mehr ohne Schulabschluss ins Leben gehen und letztlich dann auch scheitern werden, weil sie keine anständige Ausbildung bekommen. Wir möchten, dass die Herkunft nicht mehr entscheidet über den Bildungsabschluss. Wir möchten eine Bildungspolitik, die letztlich auch gebührenfrei ist. Das heißt, Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit heißt auch, dass ich nicht für meinen Studienplatz bezahlen muss und damit auch für Kinder, die keine reichen Eltern haben, eine anständige Bildung möglich wird. Denn Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig werden. Und wir müssen rauskommen aus dieser PISA-Falle, dass eben in Deutschland es immer noch davon abhängt, welche soziale Herkunft man hat. Das darf nicht mehr sein. Die Schule muss ein Ort der Schicksalskorrektur werden. All das wollen wir angehen und wir wollen natürlich auch, und das gehört genauso zum Geldausgeben dazu, wollen wir einen Konsolidierungsprozess einleiten mit einer Aufgabenkritik. Alle staatlichen Aufgaben gehören auf den Prüfstand und dann müssen wir politisch entscheiden, dann müssen aber auch Sie mitentscheiden und deswegen fordern wir Sie auf, daran auch an dieser Diskussion mitzuwirken. Welche staatlichen Aufgaben sind denn verzichtbar? Große Ausgaben sind zum Beispiel im Bereich Polizei. Wir haben große Ausgaben im Bereich Justiz, Strafvollzug. Die Hälfte des Landeshaushalts besteht eben aus Personalkosten in diesen wichtigen Bereichen neben dem großen Bereich Bildung. Diese Aufgaben wollen wir Teil für Teil auch Förderprogramme auf den Prüfstand stellen. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu, hier offen und ehrlich auch Konsolidierung zu betreiben. Aber das allein wird nicht reichen, hier auch von der Verschuldung runterzukommen. Ein letztes ist ganz wichtig. Wir werden die Bundespolitik brauchen. Allein das Wachstumsbeschleunigungsgesetz mit den Steuergeschenken für Hotelbesitzer für Mövenpick hat uns als Land 800 Millionen Euro gekostet. Das ist bei noch nicht wieder guten Steuereinnahmen. Wir sind noch nicht durch die Krise durch. Sind solche Einsparungen nicht möglich, ohne genau an diese Bereiche ranzugehen, die für uns aber wichtige Zukunftsinvestitionen darstellen, nämlich der gesamte Bereich der Sozialpolitik, vor allen Dingen der Bildungspolitik. Wir wollen beides und das werden wir auch tun, was wir im Wahlkampf versprochen haben. Wir werden in Zukunft investieren. Und das sind Investitionen, die sich rentieren, genauso wie Investitionen in Klimaschutz, die wir genauso brauchen. Sie werden uns letztendlich gesellschaftlich Folgekosten ersparen. Und wir werden auf der anderen Seite alles auch daran setzen, dass Einsparungen möglich werden in einem Bereich, den wir auch dann für verzichtbar halten. Diesen Kurs werden wir beschreiten und wir fordern euch auf, euch aktiv daran zu beteiligen. Das war die erste Folge von GrünCast. Unser Angebot für euch, Fragen zu stellen, die wir beantworten. Wir freuen uns schon auf weitere Fragen. Schreibt über Facebook oder über grüne-nrw.de eure Fragen und wir werden per Bild und Ton dann antworten und wir freuen uns schon aufs nächste Thema.